Was wäre denn, wenn wir einen Microsoft Windows 2019er Server als Routing-System in unser Netzwerk bringen? Jeder EDV-Leiter schlägt jetzt bei dieser Aussage die Hände über den Kopf zusammen. Aber das ist okay, denn natürlich ist es so, dass dieses Umfeld, was wir jetzt als Beispiel hier mal aufgesetzt haben, sicherlich keine hundertprozentige Sicherheit bringt. Das war auch nie so angedacht. Früher hatten wir selbstverständlich dort andere Möglichkeiten. Ich denke da an den alten ISA-Server oder dem neuen Threat Management Services. Aber beide Systeme oder besser gesagt der Nachfolger vom ISA-Server, das Threat Management System, wird von Microsoft nicht mehr weiterentwickelt. Schon seit einigen Jahren ist da die Abkündigung aktiv. Deswegen hier jetzt ein reines RAS- und Routing-System mithilfe von Network Address Translation aufgesetzt. Network Address Translation ist nichts anderes als die Möglichkeit, internes Hausnetz gegenüber dem Zugriff von außen, nämlich aus dem Internet, quasi zu schützen. Das ist kein hundertprozentiger Schutz, aber nach außen ist nur eine Schnittstelle sichtbar, obwohl viele Systeme, die sich in unserem Netzwerk befinden, über diesen Routing-Zugang nach außen ihren Weg suchen. Wichtig dabei ist die Bedingung, dass alle diese Systeme diesen Routing- und RAS-Server als Gateway erkennen und über diesen Weg ihren Zugriff kommunikativ ins Internet suchen und auch finden. Die von uns aufgebaute Umgebung wäre auch möglich zu nutzen für den Gesamt-Remote-Zugriff, Direct Access und oder Virtual Private Networking. Was ist dafür installiert worden? Wir haben uns hier der Standardrollen bedient auf unserem Router, der mit zwei IP-Adressen versehen, einmal die IP-Adresse, die ins Internet ihren Zeiger hat und einmal die IP-Adresse, die nach innen, nämlich zum Private LAN, ihren Zeiger verwendet. Hierfür ist nur der Remote-Zugriff installiert. Direct Access VPN will sagen Remote Access Services, kurz RAS, und das Routing-Protokoll, welches wir hier in Einsatz bringen. Der Remote-Zugriff, VPN und das Routing. Weitere Dienste zusätzlicher Art werden nicht verwendet, sodass wir hier eine saubere Routing- und RAS-Umgebung haben, die, wenn wir das Routing-Protokoll uns anschauen, wir selbstverständlich alle Informationen zur Verfügung haben. Wir haben hier 13 Routen augenblicklich und wenn man sich überlegt, sowohl Ping-Anforderungen hier ICMP, darunter verbinden sich die Ping-Anforderungen, als auch die Zugriffe über diese Routing-Schnittstelle, die direkt ins Internet zeigt, kommen vom Hausnetz für jeden Server verwendbar. Wie gesagt, eine sichere Lösung sieht anders aus, aber es ist eine Lösung und die interne Firewall-Systematik eines Microsoft Windows-Servers bleibt ja bestehen. Und der Zugriff, den wir hier der Windows Firewall zugestehen, Domänennetzwerk, Windows Firewall ist aktiv und wir haben hier wenigstens die Standard eingehend und ausgehenden Regeln für dieses System aktiv gelassen. Viele sagen, na, wir haben ja davor eine starke Sicherheitsschnittstelle aktiviert, eine Appliance auf
Linux- oder BSD-Basis oder Cisco-Basis. Alles richtig, alles okay und natürlich sicherlich sicherer vor den Zugriffen von außen. Aber wenn man reines Microsoft Windows verwendet, ist das durchaus ein gangbarer Weg. Hier nochmal zur Verdeutlichung. Wir haben alle internen Sicherheitssysteme aktiv. Viren, Firewalling, Browsersteuerung, Gerätesicherheit und haben nur ergänzt für das Network Address Translation Protokoll, für das Routing Protokoll zwischen den beiden unterschiedlichen LANs, dem 10er Netz und dem 192er Netz, eine entsprechende Routing-elementare Umgebung, die uns der Microsoft Windows Server anbietet.